Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit Ralf Schmitz hier. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank, vielen Dank. Schönen Abend. Danke. Dankeschön. Da muss man sich mal vorstellen, wer alles ins schöne Duisburg-Bissingheim kommt. Ist das nicht herrlich hier? Unfassbar toll. Hast du gedacht, dass Duisburg so grün ist? Auf gar keinen Fall, vor allem hier drin. Sensationell. Total grün. Ja, Wahnsinn. Es sind so grün. Halt viele Kiffer da. Ja. Erstmal Prost. Prost, endlich. Prost. All den Jahren. Ralf, was machst du hier? Ich wurde eingeladen. Gut. Mhm. Das ist schon mal eine gute Einstellung. Oder nicht schlecht, von dir. Ich wurde eingeladen. Bin ein höflicher Mensch, da komme ich auch, verstehst du? Boah, wie oft ich den Satz gesagt habe. Wirklich? Nein, ich habe bezahlt. Also. Sag mal, du hast aber schon 3 oder 4, oder? Kann das sein? Also, noch mehr, ein Kranz schon. 5 sind nicht. An den Kranz gebe ich bei euch an. Bitte? Nein. 5. Fährst du selber oder hast du einen Fahrer? Nee, heute bin ich selber gefahren. Sonst habe ich natürlich einen Fahrer, wenn ich mal so eine Pommes. Katholisch oder evangelisch? Welcher Fahrer ist das? Mal so, man will ja ausgleichen. Ne? Ja, natürlich. Ist ja konfessionslos. Ja, ja. So. Das ist der Podcast heute, wie gesagt, mit Ralf Schmitz, der Wetten, dass demnächst moderiert. Ja. Du hast es gesagt. Warst du da mal im Gespräch? Ich weiß es gar nicht. Immer wieder im Gespräch. Ja, 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 ja. Die denken, wenn es nicht mehr weitergeht, dann fahren wir den Schmitz. Na Gottschalk kann ja eigentlich nur Schmitz kommen. Ich lasse das mal so stehen. Du hast schöne Programmnamen immer. Schmitzkatze und oder? So weiter. Ja, so hieß mein Buch kein Programm, aber schön, dass du das kennst. Das finde ich sehr schön. Ich habe zu Hause, ist aber noch in Folie. Du hast das? Dann ist es von jemand anderem, der meine sind nicht eingeschweißt. Die kann man direkt aufmachen. Keine LP? Oder? Nee, auch keine LP vor allem. Ich habe eine Videokassette für VHS. Thorsten Sträter hat eine Europa-Schallplatte von seinem Programm gemacht. Fand ich total geil. Großartig. Wer hat die denn gekauft? Er. Ach so. So, jetzt sind wir fertig. Ne? Du bist doch mit deinem Programm unterwegs, das wie folgt heißt? Schmitzefrei. 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 Boah, ist aber auch, da saß du lange für dich zusammen. Auch habe ich ein Jahr für gebraucht, kann ich ja sagen. Ja. Also schmitzefrei, sensationell, macht viel Spaß, geht im Urlaub. Ne? Also ja, hört sich so an. Ja. Schmitzefrei, eigentlich so eine Anlehnung an hitzefrei, so das Gefühl in der Schule, boah, ich habe frei, was mache ich jetzt? Und dieses Gefühl kennen wir ja gar nicht mehr. 3 Milliarden Mails pro Minute, ne? Und dann, man kann auch nicht reingucken, aber die meisten denken, ja, ich guck mal rein und weiter. Und dieses Gefühl, jetzt habe ich 5 Stunden frei, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Dieses Gefühl von Freiheit, das möchte ich gerne vermitteln. Habe ich dir gezeigt, wie viele Sätze ich dir jetzt gegeben habe? Wegen der Kritik eben, dass man bei mir nicht zu Wort kommt. Ja. Hast du gesehen? 5 Sätze oder 6 Sätze hast du jetzt am Stück. Und du hast es schon alle wieder aufgeholt. Großartig. Ja, also wir sollen ja wetten, dass ich soll ja die Außenwette. Aber sehr, die Draußenwette, die sehr weit die draußen ganz Wette. Draußenwette. Ja. Ja. Ganz weit draußen. Die sehr weit draußen Wette. Ja, die nicht. Da muss man mit dem Bagger eher welche Bierflasche trinken. Ja. Hör mal, ich habe mehr gesagt bis jetzt schon als deiner ganzen anderen Gäste. Bei den Dreisten 3 hast du angefangen, oder warst du vorher schon im Fernsehen aktiv? Nee, die Dreisten 3 war fürs Fernsehen so der Anfang. Ich habe vorher viel Theater gespielt. Ja, mit Markus und Mia. Der war zu mir. Ne? Aber vorher war die Janine noch dabei. Nee, oder die war danach. Nee, die war danach. Mit wem hast du was gehabt? Sei ehrlich. Mit allen. Sei ehrlich. Mit allen. Markus auch? Ja, natürlich. Wir hatten das auch schon was, du hast es auch nicht mitbekommen. Ne? Wir nee, da war ich trinke ja viel. Ich bin sehr schnell. Ja. Ich denke, nimm den kurz mal mit. Nein, aber. Wann treten wir wieder zusammen auf? Weißt du das schon? Ja, natürlich. Ich habe ein eigenes Programm nächstes Jahr. Weißt du noch nicht. Ah ja. Wie heißt das? Krebs, Schmitz und Gäste? Ja. Schmitz, Krebs. Ich war falsch von mir. War unnötig. Nee, so kennt man dich. Ist völlig okay. Ja, oder Schmrebs. Schmrebs. Oder Kritz. Kritz ist auch gut. Lakritz. Wir beide. Lakritz. In Frankreich. Wenn man das ein französisches Programm. Lakritz. Lakritz. Großartig. Hör mal. Ja, die Karriere ist gerettet. Uns. Bonjour. Au revoir heißt das. Au revoir. Nee, ich wollte sie erst begrüßen. Also. Ich sage immer gerne schon so einfach auf Wiedersehen. Ich finde das. Bist du gut durchgekommen hierhin, weil viel auf der A3 gebaut wird? Du Nein. kommst aus Leverkusen? Ja, natürlich nicht. Horrorstrecke. Horrorstrecke, 1000 Baustellen. Achso, ich dachte, der Ort heißt Horrorstrecke. Der Ort heißt Horrorstrecke? Ja. Hast du mich gefragt, wo ich herkomme? Das ist geil. Komm, ich du kannst doch nicht eine Frage stellen. Ich beantworte die Frage, dann stellst du mittendrin noch eine Frage. Weißt du, wie viele Leute in Stau wohnen? Wer sind sie überhaupt? Wo ist Exit eine große Stadt? Wo
kommst jetzt gerade her? Ich komme jetzt gerade von zu Hause. Ah, schön. Oder? Ja, hast du was angepflanzt? Was habe ich? Erika. Roswitha, alles. Ja, alles. Gedeiht wie verrückt. Die sind, Erika ist winterhart. Bitte? Winterhart. Die Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Vielen Dank. Mir. Das ist sehr schön. Und wir Erika Männer sind winterhart. Sehr eifersüchtig auf diese Pflanze. Erika ist winterhart, ja. Mein Gott. Was machst du im Moment als Fernsehtechnischer, was machst du überhaupt? Lass mir überlegen. Also, du gehst ja mit dem Programm zu, aber machst du auch Fernsehen? Ja, mach auf Fernsehen. Halt mal so eine Improvisationsshow mache ich zum Beispiel bei Sat.1. Mhm. Ja, wird jetzt verlängert, ich freue mich tierisch. Da ist die, wo ich noch nicht eingeladen wurde? Bitte? Ja, richtig. So, jetzt pass mal auf. Ich habe nur darauf gewartet, dass du das Thema aufmachst. Ich freue mich ja sehr hier zu sein. Ich kann ja nicht improvisieren. Aber wie lange machst du das hier eigentlich? Seit 5 Minuten. Wie lange machst du das jetzt hier? Und wann bin ich jetzt eingeladen worden? Frag dich mal. Ne, mein Freund. So von wegen, ich werde nicht eingeladen. An die Bevölkerung da draußen. So. Ich lade die Menschen nicht ein. Das macht mein Management. Und ich gebe nur Tipps. Und du kannst sie dir geben. Ja, eben. Und ich sage nicht Ralf Schmitz. Deswegen erst in der 1500. Wir haben bestimmt über 100 Folgen. Über 100 Folgen haben wir schon. 110. Schön. Ja, freut mich. Bist du da auch dabei jetzt? Jetzt bin ich dabei. Ja, ja. Auf YouTube ist dann und Spotify. Ich weiß. Und DAZN. Ich habe mich vorbereitet. DAZN nicht, aber doch. Vielleicht haben die Bock. Bitte? DAZN. Also viele sagen DAZN. Ja. Und sonst auch, ne? Ja, ja, ja. Magenta. Ja. Ja. Aber fernsehtechnisch, wie war das mit der, wo ich nicht eingeladen wurde? Wie viele Serien gibt das? Bitte? Wie viele Serien hast du da gemacht? Da habe ich bis jetzt, wenn du die Serien davor nimmst, wenn du die Staffel davor nimmst, dann habe ich so ungefähr, das ist 15. Und ich wurde nicht einmal eingeladen? Nee. Fällt dir was auf? Ja. Gut. Gibt es hinterher noch Autogramme für die Leute? Ich wollte nur klarstellen. Nee, mach ruhig. Ja, ich mache das nicht selber, das macht mein Management. Verstehst du? Ich gebe nur Tipps. Ja, natürlich. Ja. Für die Ohren. Mein Freund. Nein, aber jetzt habe ich dich eingeladen und wäre jetzt an der Zeit. Ja, finde ich auch. Kannst du mal kurz anrufen beim Management von... Ja, hör mal, ich lade dich ein. Ja, ich wäre gerne bei der Schillerstraße mal dabei. Nee, zum Kaffee. Ah, so heißt die Sendung? Ja, die heißt zum Kaffee. Du heißt zum Hocker hier und die heißt dann zum Kaffee. Nein, im Ernst. Ich lade dich ein. Großartig. Kommst vorbei, ne? Ja, ich komme. Aber Schillerstraße ist schon seit 15 Jahren nicht mehr am Schirm. Das heißt ja jetzt anders. Das heißt ja jetzt Halbpension. Du bist so gut vorbereitet. Sensationell. Halbpension heißt das. Wird aber immer noch moderiert von Balder. Absolut. Man muss so Begriffe raten, ne? Das ist ja, so. Ja, ja, das ist egal, ist daneben halt. Ja, genau. Aber genial. Da habe ich mal angesprochen, Sie sind doch der genial daneben. Sagt er, ich kenne Sie doch, ich gucke Sie immer bei total vorbei. Ich sage, genau, da bin ich ganz kurz. Fast drin. Danke für die Bilder wieder, Dankeschön. Ja, ist schön. Bist du Fußballfan, habe ich gehört? Nee, bist du gar nicht. Nee, gar nicht. Nee. Als Leverkusener musst du Fußballfan sein. Ja, Leverkusen schon. Gerade jetzt. Ja, absolut. Ist eine gute Zeit. Ja. Die werden vielleicht wieder nur Zweiter, aber gut. Ja, die werden gut Zweiter. Vizekusen, hat man immer gesagt. Vizekusen, ja, das kenne ich. Ja. Ja. Kalmund. Bitte? Kalmund, ja. Das ist, wenn du ich weiß. Alles rasiert hast. Ich weiß. Nee, das ist so ein... Kalmund muss er aber schreiben, nicht Kalmund. Nein, aber ich kam ja auf den Gag erst nach dem Wort. Ja, so. Hör mal, Hauptsache einer lacht, das ist großartig. Natürlich, das ist großartig. Ich weiß ja, was ich meine. Kalmund, das ist, wenn man hier keinen Bart. Ja, ja, großartig. Du bist doch der immer die guten Witze erzählt, ne? Ja. Ja, fast immer. Ja, ja, ich hätte im Moment keinen. Keinen? Doch, viele, aber du wolltest doch welche mitbringen, hast du gesagt. Was ist los? Das stand in meiner WG. Bist du doof? Und ich kenne aber einen, den habe ich extra vorbereitet. Was? Deine Zähne sind deine Zähne sind wie Gelsen, kennst du schon? Ja, ich esse dazwischen. Ja, ja. Aber der ist klasse, erzähl dir mal. Ja, pass auf. Also, was? Deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Wieso ist Essen dazwischen? Der ist einer, also ich kenne. Aber der ist gut. Der ist gut, ne? Wenn kein anderer Idiot vorher die Pointe verraten hat, dann ist es. Das ist immer Pointen, also hör auf. Ganz Mann, schlimm, ey. Ganz schlimm. Wenn einer reinruft, 18, weißt du so. Ja. 47, ja, 11. 5.
4711, ein großes Unternehmen aus Köln. Hast du da mal irgendwas gekauft? Nein, aber meine Großmutter, die liebte 4711. Meine Großmutter auch. Ey, dann, ganz viel. Oma Gustl hatte immer 4711 drauf. Bei mir immer Oma Maria und die hatte immer ein Taschentuch mit dem Kölnisch Wasser reingemacht. Ja. 4711. Mich hat man mal gefragt, 8x4, habe ich gesagt 32, warum? Das ist witzig. 8x4, 32, warum? Ja, ja. Ist das nicht ein Brüller? Ja, wie heißt das andere? 47 heb auf oder wie war das mit dem Kartenspiel? 32 heb auf. 32 heb die auf. Karten hinwerfen. Ja, das war aber noch Jugendheim. Also bei mir damals ja, ja. gewesen. Und hat auch keinen aufgehoben. Absolut. Eigentlich lag der ganze Boden voll Kartenspiel. Alles voll. Was machst du beruflich? Ich bin Fahrer. Ich fahre mich selbst durch die Gegend. Ja, ja. Großartig. Hm? Wohnst du denn noch in Leverkusen? Bist du der alten Heimat immer noch verbunden? Ich bin lange der Heimat verbunden geblieben, habe viel da gewohnt, aber dann irgendwann Köln und so. Ne? Da fährst du halt, Köln muss ja auch dann, ne? Ja, als Comedian? Ja, ist ja Pflicht, sonst geht ja gar nicht. Ne? Warst du beim Savoy oben, wenn Sommer war? Ja, war ich auch schon. Warst du auch schon mal da? Ja, der Dom hat dann nur eine Spitze. Ist richtig, je nachdem wie viel. Ja. Nein, dann hätten sie 4. Nein, aber wenn du scheiße sitzt, was soll das jetzt? wenn du scheiße sitzt, siehst du nur eine Spitze. Ja, wenn du genau im Winkel sitzt wahrscheinlich. Ja, ne? im Winkel. Muss ich einfach anders hinsetzen. Das beim nächsten Mal. Ja. Wann darf ich zu dir kommen in diese Show? Wie heißt die? Schillerstraße. Schillerstraße. Wann darf ich da hinkommen? Wir nehmen in Leverkusen auf. Das ja. In Oppland. Es ist ja auch Super 8 halt. Oh ja, wir machen das alles selber. Ja. Wir sind jetzt dran, neue Termine. Auftrag ist sowieso ist erteilt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und dann geht los. Ja. Warum hast du die 13. Reihe aufgehört? Höre ich mich jetzt plötzlich? Habe ich die ganze Zeit keinen Ton gehabt? Oder sind die Ohren jetzt gerade offen? Kann ja sein. Du hast noch Jetlag und die Ohren zugehabt wahrscheinlich. Ja, da ist viel noch drin. Ja. Unter Tage. Bitte unter Tage. Wir sind gerade im Aufzug hochgekommen. Unter Tagesstätte. Vater aufsteht. Weißt du, Hauptsache der Wellen sind die Felder um. Ja. Du meinst unter Tage, damit man mit dem Gas und so. Das war wirklich so, man vögelt mit da runter. Also man vögelt ja eh. Bitte? Also Vögel wurden mitgenommen, damit man sieht, ob noch Luft ist. Jemand wurde vögelnd mitgenommen? Das ja, und wenn der Vogel umfällt, weißt du, du bist auch kaputt. Erledigt im Endeffekt. Aber leider stirbt ja alles aus. Ja, gut, also. Bist du MSV-Fan jetzt? Ja. Ja, bist du am Stadion vorbeigefahren? Ja, selbstverständlich. Hast du dir ein Trikot gekauft? Sofort. Mit welcher Nummer? Was ist dein Lieblingsnummer beim Roulette? Beim Roulette? Ja. Die 12. Echt? Ja. Boah, ist so christlich. Wie ist das denn? Ja, 12 Monate. 12 Gebote. sind 10. Wieso 10? Nein, aber die 12 ist die... Was ist denn deine Lieblingszahl? 17. Warum? Wegen Otto Walkes. Warum? Alles auf die 17. Die 18 gewinnt, die Stimme sagt Scheiße. Kennst du den Witz? Ja, natürlich, kein Otto. Ja, ja, klar. Und seitdem tippe ich die 17 und die kommt. Hast du schon mal was gewonnen? Gehört hier nicht hin, aber mir gehört hier alles. Aber man nennt den Statter mal 17. Besser als 0. 0, die Stadt im Grün. Und meine Mutter sagt noch, fahr nicht zu dem Krebs. Und jetzt bin ich hier. Hat sie die schon mal gehört? Also hier, die, also bitte? Ich nenne Show. Bitte was? Show Not Mercy. Das ist eine, sag ich mal, eine Aufnahme, die von vielen Leuten gehört wird. Du kannst hier Werbung zum Beispiel machen, du hast ja viel da vorne nicht draufstehen. Was habe ich da vorne nicht drauf? Ich habe nichts draufstehen. Ja, deswegen. Ja. Und du kannst Werbepartner, zum Beispiel, was weiß ich, Hundestudio Buffy oder. Ja, muss man das denn nicht vorher machen, damit man davon was verdient, wenn ich jetzt hier irgendwie, was weiß ich. Nein, du kannst jetzt den Aufruf machen. Wenn ich jetzt hier Obi draufschreibe zum Beispiel, dann sagt die doch hinterher, ja, jetzt kriegst du keine Cola, hast du ja schon gesagt. Da ist schon wieder okay, Obi at Orbi. Ja. Nein, aber wäre hier eine Möglichkeit. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Logo. A? Nee, B. Wer weiß ich nicht, was hier draufsteht. Das ist hier. Wo ich bin, ist Theke. Wo ich bin, ist Theke, genau. Ist das nicht geil? Ja, Wahnsinn. Boah, ist so geil. Hammer. Das war, wo ich noch, also viel. Bitte? Ich hatte oben mal mehr. Vor der Brust-OP? Ja. Ja. Habe ich abzaugen lassen. Hat nicht geklappt. Aber ich bin da echt Schwarzenegger noch. Ich kann beide bewegen. Die könnt ihr miteinander unterhalten. Und die Bilder kriege ich auch nie wieder aus dem Kopf. Dankeschön. Ja, ja, ja. Dann guck wieder hier. Boah, warte ab. Hier, ich sehe ja nichts. Da ist ja immer die Sonnenbrille. Ich sehe ja nichts. Ja, weil ich. Guck mal, ich habe so eine kurze Mütze heute nur mit. Was hast du mit? Kurze Mütze. Kurze Mütze? Ja, eine kleine Pariser. Ja, das ist ja.
Kurze Mütze wäre doch nicht schlecht. Kurze Mütze. Boah, so als das Baby? Peinlich, haben Sie eine kurze Mütze? Ja. Wenn ihr dann beim DM, ich haben Sie auch toll. Kurze Mützen? Nein, ich meine jetzt nicht für, sondern ich meine jetzt wirklich eine Mütze. So kurze Mütze, finde ich super. Kurze Mütze. Kurze Mütze. Ja, kurze und Mütze. Ein Wort. Wie geht mit kurze Mütze? Das ist kurze Mütze. Wir haben kurze Mütze. Ja, aber ein Wort nur. Kurze Mütze. Teilen wir uns, schreib vorne drauf. Schreib du doch auf. Auf. Doch auf muss es dann sein. Du doch auf. Ja. Und was machst du im Moment? Ich sitze hier und rede mit dir. Ja, zu Recht auch. Oder? Hast du dich vorbereitet auf sowas? Ich weiß alles. Ich weiß ja alles. Echt? Hast du alles geguckt? Alle 102? Auf gar keinen Fall. Nein, aber ich muss ja wissen, worauf ich mich einlasse. Deine Mutter hat die alle geguckt, ne? Bitte? Hat sie gesagt. Wenn sie gesagt hat, du sollst hier nicht hin. Ja, ich lasse das mal so stehen. Meine Mutter hat alles geguckt, genau. Ja. Nein, im Ernst, ich bin natürlich nicht vorbereitet. Nein, ich bin einfach mich ins Getümmel gestürzt, sozusagen. Ich bereite mich tatsächlich nie vor. Das finde ich auch gut so. Völliger Blödsinn. Es ist völliger Quatsch. Warum? Weil toll, du hast dich vorbereitet. Das Thema kommt auch nicht auf. Bitte? Nein, wo ich mich darauf vorbereiten würde, das Thema wird nicht da sein. Nee. Du kannst ja immer sagen. Ich habe gerade eine Wurst geschenkt. Dankeschön. Wusste ich doch vorher nicht. Ich komme hier rein, kriege eine Wurst. Ja, gut. Er wird sagen, es ist keine Wurst, sondern eine Stracke. So. Nordhessen. So. Ja. Hast du schon mal Stracke gegessen? Ja. Ist bei uns eine Baufirma. Die heißt bei uns Hochtief, glaube ich. Ich weiß nicht. Der Herr Hochtief, den hat man kennengelernt. Er muss aber er hieß ja nur Hoch. Er hat halt eine Tief geheiratet. Dann bin ich hoch, bin ich nicht tief. Aber sag mal, das funktioniert, wir reden die ganze Zeit Quatsch und dann ist der Podcast ja großartig. Ja, wird viel geklickt und dann wieder abgeschaltet. Weil die Werbung bei dir auf dem T-Shirt fehlt. Nein, man muss sie auch mal gehen lassen. Weißt du, die Leute kennen einen ja nur aus dem Fernsehen, wo man lustig ist. Ja. Aber auch mal so eine Situation. Ja, das ist richtig. Ja. Wer ist dein Lieblingscomedian, wenn du dich nicht selber in den Vordergrund stellst? Außer ich natürlich, aber gibt es welche, wo du sagst, vom Humor her identisch? Muss ja gar nicht. Ich finde nicht nur die gut, die vom Humor identisch sind. Aber nein, für deinen inneren Humor passt. Finde ich lustig. So. Finde ich lustig. Ja. Sam Pierce. Der kommt gleich. Wirklich? Ja. Nee, im Ernst, wusste ich, aber ist tatsächlich so. Wir spielen ja auch miteinander in dieser Halbperson, in diesem Impro. Der ist mega lustig. Mega lustig. Warum hat der nicht eine Sendung? Ja, kriegt er bestimmt bald. Er ist ja unfassbar lustig. Ja, komisch, sehr wunderbarer Typ. Aber es gibt auch keine Comedy-Sendung mehr im Öffentlich-Rechtlichen. Wirklich? Wo man auftreten kann, wo du sagst, da ist öffentlich, wie Quatsch Comedy-Club oder so. Gibt's nicht. Ja, siehst du, da haben wir doch schon was gefunden für ihn. Hat einer eine Sendung, wo man auftreten kann, was man gucken kann? Diese? Keiner. Na. Keiner hat eine eigene Sendung hier. Ja, schlecht vorbereitet. Naja, also du schon. Ich hab die ganze Zeit ein Bäuerchen hier hängen, aber wenn das... Lass raus, Junge, lass raus. Nee, aber dann ändert sich die Windrichtung. Ich weiß es nicht. Ach. Aber vor allem riecht man dann viel stracke, habe ich das Gefühl wahrscheinlich. Ne? Aber wird ganz dann sehr strack. In der Achillessehne. Alle Wurst, hat er gesagt, von wegen jetzt. Das riecht ja alle Wurst. Und das riecht dann nach sehr alle Wurst. Ja. Bist du schon im Quatsch Comedy Club mal aufgetreten? Ich bin da nie aufgetreten. Ja, doch, schon lange her. Ja. Echt? Ja, ja. Ich war einmal in Berlin und da hat Ole Petersen, heißt der Ole Petersen? Ja, ja. Nee, Lehmann. Ole Lehmann. Ja. Der hat gesagt, ich bin dafür nix. Bitte was? Der hat gesagt, ich wäre dafür nix. Bist du dafür nix? War ich nix. Warum nicht? Weiß ich nicht. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Der ist der, der immer sagt, hier ist der Quatsch Comedy Club, heute dabei Ralf Schmitz, Karl-Heinz und Jürgen. Ja. Ja, das ist die Stimme von dem und der Krebs ist nichts dafür. Der ist nichts dafür. Nee. Und dann war ich im Achim, bitte? Sag ich immer, in Bremen, wie heißt das da am Bahnhof? Ja. Und da habe ich so eine Sendung, was du machst, wie Schillerstraße. Richtig. Die Lichter Königsallee oder irgendwie so. Richtig, ja, ja. Ja, und mit dem Christoph. Ja. Und da habe ich dann gespielt. Entschuldigung, ich war kurz eingenickt, hast du noch was gesagt? Ich hatte halt bunte Wäsche. Ja. An dem und es war sehr kalt. Es ja. Die Bahn fuhr auch nicht. Bitte? Die Bahn, die kam nicht. Und fünf waren es. Fünf? Ich kann dir sagen. Ja. Mit den Pudeln. Der Burger war in Ordnung. Mhm. Aber das Eis danach. Ja. Boah. Ich liebe sowas. Und dann ich die Oma. Und dann die ich könnte das 5,5 Wochen. Nur so. Ich auch. So ich auch. Aber du merkst die Leute also. Nein, die wollen für die anderen? Von der Presse, die mitschreiben. Wir hätten Spaß, aber die anderen sagen irgendwann so, ich muss jetzt raus. Ja, aber du musst ja auch an die Zehntausende denken, die gerade den Podcast gucken. Und auch sonst. Ja. Gruß. Hallo. Ralf. Markus. Ralf,
Was machst du im Moment so? Bist du auf Tour? Ja. Fangen wir jetzt willst du noch ein Bier haben? Ja. Fangen wir jetzt nochmal von vorne an? Ich bin auf Tour, nee, wir, ja? Wir testen hier, wir proben nur. Ach, das war nur die Probe. Also ja, ich bin auf Tour und Schmitzefrei heißt das Programm. Und oh, das ist aber ein guter Einfall. Finde ich dir auch. Selber eingefallen? Ja, ist mir selber eingefallen. Hast du einen Schreiber? Bitte? Hast du einen Schreiber? Nein. Also jetzt nicht einen Kugelschreiber. Ich mache ja viel Impro auch. Auf der Live-Bühne mache ich auch ganz viel Impro. Impro ist mit Schreiber schlecht. Ja, das ist blöd. Wenn du erstmal nach hinten gehst und dir was schreiben lässt, so wieder nach vorne. Ist, ja, dann hört dann Impro auch schon auf. Ich lasse mir Sachen geben und mache dann auf der Bühne eine Szene draus. Mhm. Ja. Und du redest auch viel mit dem Publikum. Bitte? Mit dem Publikum. Ja, natürlich. Die geben mir ja die Stichworte oder jemand geht auf die Bühne. So der geht hier an dir vorbei. Der geht immer an dir vorbei. Gesehen, aber er hat die Leuchtreklame nicht abgeräumt. Nein, aber er hat ein sehr gutes Parfum, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Ach nee, das ist. Ja. Nee, ich glaube, das ist Bier. Es ist das Bier, glaube ich. Es ist das Bier. Ich meine, es wäre Joop. Bitte? Joop. Joop? Wolfgang Joop. Ja, Wolfgang Joop, glaube ich auch. Ja. Er ist Wolfgang Joop, den habe ich bei anders in Erinnerung. Ich habe früher Fahrenheit immer, aber. Hat sich verbessert, hat sich verbessert. Celsium ist besser. Bitte? Ich trinke für dich mit. Ja, Prost. Er ist mit dem Auto hier, deswegen trinkt er nicht viel. Ja. Naja, er kennt das aus. Ja, blöd. Wenn, ja. Das ist ihr Bier. Was wäre dein... Hast du mal in dem... Du hast mitgespielt, du Drecksack. Was denn? Bei Otto hast du mitgespielt. Ja. Boah, bist du... Schmeiß den raus. Ich hatte so eine kurze Mütze, und, verstehst du? Ich und hatte Otto hatte mir gesagt, ich habe ja erst kurz Kontakt. Otto und, war hier? Ja, nein, er war noch nicht hier. Ach so, ja. Aber wir haben telefonischen Kontakt, weil er bei Edeka hing und ich gesagt habe, wo machst du noch Werbung? Ja. Ja? Ja. Und er hat gesagt, beim nächsten Film, und da war Kate Wiese schon abgedreht, ja. Beim nächsten Film wäre ich dabei. Wirklich? Das erzählt er. Hat er noch? Schön. Hat er die auch? Nee, ich habe ja mitgespielt. Deswegen? Ja. Boah, wie ist das mit Otto Waalkes zu drehen? Ah, das war sehr lustig. Wir haben hinter der Kamera deutlich mehr, Schach, haben wir mehr Scheiße gebaut als vor der Kamera. Wirklich, wir mussten teilweise... Hunder, die Outtakes, ist ja Bulli-Parade. Wir hatten nur die Outtakes. Wir hatten so viel Spaß. Otto, Mirko, ja. Otto bin selig, ja. Mirko und ich. Wir haben Markus war auch dabei. Bitte? Markus, dein Kollege aus die 33, den Nachnamen, gewinnen wir mit. Markus? Nein. Wie heißt der bei 33? Majowski. Ja, der war auch dabei. Der hat den Koch gespielt? Nein, den Koch war der da. Der Kochzwerg, ja. Natürlich war der Kochzwerg, natürlich, ja sicher. Aber Otto, um auf die Frage zurückzukommen, falls das noch relevant ist. Otto, Mirko und ich, wir haben Scheiße gebaut die ganze Zeit. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wir haben wirklich, wir haben Tränen, die liefen uns aus den Augen. Und Otto aber hat, wie dreht man dann? Ja, gar nicht. Wir haben dann mal Tage gehabt, wo wir wenig in den Kasten bekommen haben. Otto hat mal einen, also das war... Oh, wir waren kurz, darf ich das erzählen? Jetzt ja, natürlich. Otto, jetzt ist es raus, wir sind ja hier auch sehr rustikal hier. Da kann man guckt erzählen. Ja keiner. Guckt ja, merkt ja keiner. Nee, guckt ja, hören nur viele. Also pass auf, wir waren kurz vor der Szene und Otto sagt, der Blödmann sagt, jetzt habe ich was für euch. Und die und Kamera ab, ja, Kamera zu, so läuft, und bitte. Und dann haben wir es gerochen. Ja. Alter. Und ich hatte Text. Und ich fange so an und versuche es ja dann zu überspielen, weil tausend Leute sind ja an so einem teuren Film beteiligt. Und dann habe ich gesagt, ja, da oben. Du Schwein, ehrlich so. Ja. Ich konnte nicht mehr. Ui. Ich habe es nicht geschafft. Und er, Schach. Ich habe so oft ein Brett vom Kopf deswegen. Ehrlich, ich das ist wenn ich ein Brett in der Hand habe, Schach. Ja. Das merkt man auch. Ist schön, ja, ist schön. Ja, schön. Boah, wie ich dich da bin. Sonst geht es. Von der Größe her bin ich zufrieden. Ja? Aber. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich weiß nicht, welche Größe du meinst. Aber sonst ist es ja schön. Ne, ich meine, die Schuhe 42 kriegst du hier überall. Ich habe 38. Ah. Damn. Aber Pimps passen ganz gut. Ja gut, dann ist ja vielleicht eine Alternative dann. Eine Alternative? Ja, das stimmt, ja. Olivia Jones hat über irgendjemand, ich weiß es aber nicht. Kiwi. Boah. Was eine Unterhaltung. Bitte, was ist mit Kiwi? Ist mir gerade nur eingefallen bei Pöms mit 55 oder was, Olivia. Hat Größe. Hat die 55? Olli, weiß ich nicht. Ja. Der sammelt mich immer auf der Reeperbahn ein, damit ich bei ihm auftrete. Wirklich? Ja. Und du hackst stramm? Ich sitze im Highway. Im was? Im Highway. Da ist eine Kneipe, auch eine große Freiheit. Ja. Und immer, wenn er mit seiner Gruppe vorbeikommt, Markus, kannst du mal. Ja. Und dann kommst du mit und erzählst. Nein, erzähle ich. Sehr schön. Ist doch super. Nicht ein Cent. Bitte? Nicht ein Cent. Nicht ein Zelt? Nicht ein Cent. Cent? Also kennst du noch Pfennig? Nicht ein Pfennig. Nicht ein Pfennig. Das war vor meiner Zeit. Ich muss da so drüber gehen, weil er hat mit Otto Waalkes gedreht. Ja, drei Filme. Und ich habe heute Nacht zum Otto, nichts gegen dich, zum Einpennen Otto den ersten Film gesehen. Wirklich? Auf Netflix. Der war der Beste. Der war klasse. Ah, der war lustig.
Die drei Probleme. Weil ja. Ich hab die da auch. Sind sie wieder, meine drei Probleme. Aber das ist ein deutscher Humor, den ich großartig, mag. Ich mag ja. Loriot. Ja? Vom Humor, ich sage auch, Herr Ober, kann ich Ihnen was bringen? Immer noch. Immer, großartig. mein Lieblings ist... Mein Name ist Lose, ich kaufe hier einen. Mein Name ist Lose, ich kaufe... Mein Lieblingsding ist, wo die zwei Herren sich begegnen und er sagt, Blümel, angenehm. Ach was, das finde ich... Der denkt, der heißt angenehm, verstehst du? Ja, nein, nein. Mann, ja, ist egal. Alleine ist blöd. Komm, wir machen den mal zusammen. Blümel. Was? Jetzt weißt du auch, warum Otto nie mit dir gedreht hat. Du kannst ja nicht mal einen Text merken. Nein, ich muss die... Du musst angenehm sagen. Ich muss die Texte angenehm. Angenehm Texte schreiben. Und Timing ist echt dein Ding, ne? Also Timing ist bei mir... Eine Stadt in... ja. Oh, kennst du das mit dem Schauspieler? Der sagt, ich bin ein super Schauspieler, ich habe ein Problem. Frag mich mal, welches? Die Timing. Spontanheit. Ich habe mit der Betonung immer Probleme. Bitte? Betonung. Bitte? Betonung. Schmied. Jo. Ja, das ist Bissingheim. Mhm. Duisburg. Ja. Es ist wirklich so, eine Durchsage, wenn du Navi hast oder was, der sagt dir immer, jetzt kommen wir auf den Kalkweg. Ja. Der heißt Kalkweg. Ja. Das, und jetzt sagte mir meine zukünftige Ehefrau. Bitte, wer? Ja, richtig. Wie heißt die? Jackie. Sagte mir, wir müssen mit dem Taxi zur Landfermannstraße. Oh. Und der Duisburger sagt, Landfermannstraße. Das heißt, du hast in dem Moment schon gedacht, ich glaube, die wird es doch nicht? Oder was hast du gemacht? Nein, sie hat mich angerufen mit Freundinnen, ja? die sie kritisiert haben dafür. Ja. Weil sie Landfermannstraße sagt. Ja. Und wie wird der Ausweis? Ich sage, Landfermannstraße. Ich konnte da gar nicht fassen. Aber Landfermannstraße. Das heißt nicht Landfermannstraße, das heißt McDonald's. Bitte? McDonald's. Heißt McDonald's, das? Ja, absolut. Oder ja. Burger King. Ja. Aber ich muss es nochmal lernen. Langfermann, Raff. Langfermann, das war damals ein Besitzer eines Restaurants. Ach so. So wie Ralf. Herr McDonald's. Du hast mit Otto Walkes gedreht. Gefangen in einer Zeitschleife, meine Damen und Herren. Das ist großartig. Hast du selber auch mal ein Projekt durchgebracht, wo du sagst, das ist von dir? Also Film, außer jetzt... Programm, wo du live mit unterwegs bist. Halbpension, wo wir gerade aktuell davon sprachen. Aber ich will einen Kinofilm immer mal drehen. Du nennst es immer abgedreht. Wird immer. Ja, Kino ist natürlich auch unfassbar teuer. Deswegen sind die alle so. Wegen dem Teppich oder was? Genau, wegen dem Teppich, wegen dem roten Teppich. Nein, weil das unfassbar viele Leute. Du drehst ja am Tag nur ein, zwei Minuten. Also netto Minuten für später. Das ist ja, aber Handy. Bitte? Mit dem Handy. Okay, wir müssen nochmal Kino definieren. Ja. Wir müssen. Ja, aber kriegst du auch Action. Ist für, bitte? Da ist ja die ganze mit der Grippe, ja. Hier. Wie heißen die, die mit der Grippe da immer Videos machen im Handy? Mit der Grippe Handys machen? Ja, die haben Grippe. Wie heißen die denn die? Insolvenza. Insolvenza. Nein, die heißen nicht Insolvenza, die heißen Infaulenza. So war, so, die ja. Sind total faul. Jetzt haben wir aber alle Plattitüden durch. Ja, oh mein Gott. Aber ich würde einen Film mit dem Handy drehen. Ja, mach doch. Machst du einen Kinofilm mit dem Handy? Ja, aber wie nimmt ja keiner. Wieso musst du erst mal drehen, bevor ja, du... Ja, aber wenn ich da drehen will, dann sagt einer, nee. Ja, wieso? Du brauchst doch keinen Fragen. Wenn du nur mit dem Handy drehst, kannst du einfach ja, drehen. Aber wenn ich da kann ich ja keinem geben, weil keiner will. Wieso? Weißt du doch nicht, du hast es doch gar nicht gedreht. Ich habe es ja noch nicht gedreht. Ich habe es noch niemals geschrieben. Dann musst du erst mal drehen, bevor du jemanden anbieten kannst. Weil man mir vorher schon den Saft aus dem Stecker gezogen hat. Du hast alles eine Ausrede. Es ist wie hör immer. Hör auf, wenn du einmal mithelfen würdest. Scheiße. Verdammt nochmal! Ich hab keinen Bock mehr es drauf. Es kotzt mich an! Ja, ich wollte mit Otto drehen. Es kotzt mich an! Wenn ich noch einmal Otto Walkes... Sonst wenn ich noch einmal... Ja, die Mütze hast du schon. Ha. Ich hab nur noch... Schach. Herrgott nochmal! Du wärst der Gothic-Zwerg wahrscheinlich. Ich glaube, ich wäre der achte. Der achte Zwerg, mir fällt der Name nicht ein, aber der war auch hier schon. Mit Madin zusammen. Norbert Heisterkamp. Ja, genau. Und der war Madin mit Madin Schneider. Zusammen. Ja. Hier. Und Madin ist ja auch. Ja, die waren auch schon da, ich weiß. Hm? Der hat ja mit. Hab ich gesehen. Schön, war ein schöner. Die Fall. War gut. Ja, die war sehr lustig, ja. Die waren beide hier. Hm? Zusammen. Ja. Durch Management, ja, richtig. Ja. Einer zugehört. Für meine Show. Nee, der ist gerade aufgewacht. Ich gebe meinem Manager mal einen Tipp. Für, ja. Ne? Ja. Ich würde da mitspielen. Mhm. Hast du ein Filmprojekt gerade, was du mit dem Handy machen willst? Wieso ich? Das ist doch dein Projekt. Ja, aber mein Schwierig. Mach doch mal einmal was alleine. Es ist ja so, pass auf. Ja. Ich habe einen Samsung 7, weil 8 hat einen neuen Anschluss.
ab 8 musst du einen anderen Anschluss haben. Hast du einen Zweitjob als Verkäufer? Ich hab schon ein Handy, ich brauch nichts. Ich will Nokia haben mit einem verfickten Snake drauf. Was willst du? Hast du doch nicht mehr alle. Ja, ich muss man sich doch nicht mehr kaufen, das hat man doch noch. Ich hab doch noch von früher. Als ob ich einen hätte. Alle. So, was meckerst du denn dann? Spiel doch Snake. Ich fahr noch niemals mehr in Kia, hab abgegeben. So bin ich gegen Nokia. Kannst du die Buchstaben nochmal ordnen und dann... Sind drei Vokale drin, das weiß ich, mehr weiß ich nicht. Oh, meine Mutter sagt, fahr da nicht hin. Fahr da nicht hin. Ja. Und ich sag noch, Kind, fahr da nicht hin. Fahr da nicht hin, fahr nicht zu dem Onkel. Ja, fahr nicht nach Kiel. Fahr nicht zu dem Gothic-Zwerg. Boah, ich wäre so geil gewesen auf diese. Ja. Die hätten alle gesagt, ist der das? Und ja. Ich hätte gesagt, nee, der sitzt da. Absolut. Sieht ja nicht original so aus. Ja, ich weiß, sieht genauso aus wie du. Also eigentlich besser, muss man sagen. Im Endeffekt, besser, also, ja. Im Endeffekt schon, weil man versucht sich immer zu verbessern. Ist er denn dein Bruder oder ist er einfach nur ein Stalker? Wir wurden nach der Geburt getrennt, ja. Weil die Städte unterschiedlich waren, wo wir geboren sind. Ja. Eure Mutter war sehr flink? Oder ja, die war sehr schnell. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist schon eine Wasserwaage vom Sternzeichen. Ja. Ja, Wasserwaage passt ja, wenn die Fruchtblase platzt. Hauptsache der Schütze. Bitte? Ich wollte auch im Schützenfest, aber bin Löwe, durfte ich nicht rein. Wow. Ralf, was bist du für ein Sternzeichen? Skorpion. Richtig. Ja. Skorpion, also ich habe eine Bekannte gehabt, die hat einen Kaiserschnitt gemacht, damit sie keinen Skorpion kriegt, einen Tag davor. Wirklich? Warum? Ja, weil Skorpion soll so eine negative Ausstrahlung haben. Ja, fällt mir auch auf. Ja, fällt mir auch auf, ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, aber du bist Oktober, sag mal 14. Nee. Mann? Nein, 14. November? Nee. 12. Nee. 13. ist mein Bruder. Schön. Ja, also 1. November, echt? Nee. Wann? Ja. Halloween wäre... Halloween ist Skorpion, ne? Bitte? Halloween ist Skorpion, oder? Ja. Ja. 3. November. 3. November? 3. November. Boah, ist ein langes Jahr, ja. Also, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Komm ich mit. Wir machen wieder eine Halloween-Feier bei uns. Mhm. Ist das eine Einladung oder hast du einfach nur... Nee, Heidi Klum hat auch abgesagt. Bitte? Die macht immer... Die hat auch abgesagt? Die Heidi Klum, weil die größten Halloween-Feier macht. Ja, die verkleidet sie immer. Also Fleischkostüm. Fleischkostüm hat sie immer gehabt. Das fand ich ganz gut. Ja, fand ich auch. Da war sie aber auch noch. Bitte? Kennst du sie? Ja. Du hast viele kennengelernt. Alle. Durch deinen Job auch. Ja, ich habe ja mit Otto auch ein paar Filme gedreht, weißt du, was ist? So Leute kennst du? Ja. Ja. Wer war, wo, du selber sagst, da warst du begeistert. Otto. Ohne Scheiß. Otto, super. Ja, nein. Otto, Hugo. Also hallo, was denn? Grenze. Entschuldigung, ich dachte, das wäre eine Frage und ich antworte darauf. Ein, sag ich mal, Robert De Niro. Nee, den habe ich nicht kennengelernt. Leider nicht. Der hat mal etwas ganz Großartiges gesagt. Da ist mal gefragt worden, könnten Sie auch einen Postboten spielen? Also, wissen Sie, ich könnte auch einen Schnitzel spielen. Hat er wirklich gesagt. Mhm. In einem Interview. Und ich traue ihm zu. Ich auch sofort. Taxi-Schnitzel. Aber ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nie kennengelernt. Leider. Taxi-Schnitzel, wäre auch ein geiler. Taxi-Driver, Taxi-Schnitzel. Einfach ein Schnitzel, was die ganze Zeit im Taxi liegt, anderthalb Stunden. Richtig. Robert De Niro in Taxi-Schnitzel. Du würdest dir den Film angucken, oder? Ich hätte den gedreht. Du kannst ja auch. Mit dem Handy. Wollte ich gerade sagen, mit dem Handy. Kannst du ja den Film jetzt nachdrehen? Taxi-Schnitzel? In Schwarz-Weiß. Kannst ja hier die Farben in einstellen. In Schwarz-Weiß mit dem Handy. Wenig rot. Und das hört jemand hier wirklich? Das nein, glaube ich nicht. Nee. So, Kommunikation. Was machst du eigentlich hier? Ah, wir sind auch wieder von vorne. Also, hast du mal einen Schauspieler kennengelernt, wo du sagst, alles klar, das ist ein Schauspieler? Ja, natürlich. Otto. Nein, international, Boris. Wo du sagst, Kevin Costner, Matt Damon, Prickelpitt. Prickelpitt? Ja, Prickelpitt. Prickelpitt? Das ist der Bruder. Sag mal, bei dir, das ist doch kein Bier, du hast doch was anderes drin. Das ist doch. Ist das auch, stimmt doch die was tun nicht. Auch Schauma da rein wegen. Oh. Ja. Also, meins schmeckt irgendwie nach Slivovitz. Ich weiß es auch nicht. Erzähl mal. Was denn? Den Slivovitz. Oh. Nein. Boah. Es geht nur um die Quote. Nein, ein Schauspieler wie Madonna. Da fällt mir ein Witz ein. Du kennst ja alle Witze. Ich kann mal hier keine Witze erzählen, die du nicht kennst. Ja. Herr Müller, Sie haben einen Preisausschreiben gewonnen. Sie können entweder mit Ihrer Frau A. B, B, B. Den kennst das du ist von El Bandi. Ist der? Ja. Boah, ist der alt. Scheiße.
Also wird in der Sendung verwendet und den hat vorher bestimmt schon einer gemacht. Alle. Ich kenne nur alte Witze. Boah, ich kenne auch nur alte Witze. Ja, ich weiß. Boah, heute spiele ich nur für Sie. Geben Sie Gas, ich muss noch putzen. Ah. Treffe nicht der Schauspieler, sagt der eine. Ich habe dich gestern in der U-Bahn gesehen. Der andere, und wie war ich? Ja. Da habe ich mir einen Pornofilm. Was liegt am Strand und man versteht kein Wort? Ein Nuschel. Nuschel. Ja. Ja. Und damit verdienst du Geld? Nein. Was ist im. Was verbrennt und hat lange Ohren? Ein Kaminchen. Alter. Mein Gehirn ist gerade explodiert. Das ist. Implodiert. Mann, und ich denke mir Programme aus, ich Vollidiot. Brauchst du nicht. Mann. Ruf doch, hast du einen Schreiber? Nein, sag mal, du hast doch irgendwas an der Bimmel, da stimmt doch irgendwas nicht. Du bist das erste Mal hier, ich muss doch fragen. Ich bin schon dritte Mal hier, was erzählst du denn da? Ich habe mir so ein Otto-Walkes gedreht. Oh, wir sind aber schon lange drauf. Bitte was? Wir müssen das in zwei Sendungen schneiden. Was müssen wir? Ich kriege kein Zeichen von da hinten. Ich kriege immer ein Zeichen von dem Direktor, der macht den Schnitt. Der ist sonst Friseur. Aber wir müssen aufhören? Nein, wir müssen gar nicht. Mir gehört hier alles. Ich weiß, 17. 17? Ja. Ich war im Urlaub in 17. Ja. Oder wir kriegen mal ein Zeichen. Was ist das mit der Taschenlampe da hinten? Ja, nee, die filmt uns. Bitte? Ach so. Das ist der neue Film. Das ist der Kinofilm. Er hat zwei Mann am Fass. Die macht den Kino. Zwei Mann am Fass ist der Kinofilm. Das ist der Kinofilm. In der Hauptrolle das Schnitzel. Ja, ich verstehe. Schmitzel. Oh, so heißt mein nächstes Programm. Schmitzel ist nee, Wiener Schmitzel mit Pommes Schmitz. Heißt mein nächstes Programm. Boah, ist das gut. Gut, ne? Ja. Nein, natürlich nicht. Pommes Krebs. Bitte? Pommes Krebs. Na, da. Nee, Pommes Schmitz ist besser. Pommes Schmitz besser, ne? Ja. Ja. Boah. Warte, ich höre gerade noch Tipps. Wie? Was sagt ihr alle Wurscht von hinten? Ich weiß es nicht. Wettenschmitz. Wettenschmitz. Ach, Wetten das! Ah! Wettenschmitz. Boah, Wettenschmitz wäre geil. Wettenschmitz. Ja. Ja. Horror. Ne, machen wir nicht. Nee. Wir machen ja Kritz. Lakritz. Boah, Lakritz wäre so geil. Und also auf Frankreich-Tour. Ja. Ja. Versteht uns keine Sau. Nein, aber wir kaufen Pariser. Okay, lass mich über das Projekt nochmal kurz nachdenken. Ich möchte gerne. Wir laufen ruhig durch Rennes. Ich weiß, du hast so ein Betonungsproblem. Ich weiß. Durch Rennes oder Reims. Und kauf uns einen Lion in Lyon. Richtig. Das verstehst nur du, aber ich gönn's dir. Ja, das ist sehr schön. Bei dem hier Olle Havre. Bitte? Also der... Hallo, Le Havre? Das ist so wie die Straße. Wie heißt die noch? Le Havre. Nee. Landfermann. Landfermann. Die heißt Landfermann. Landfermann. Sprich das aus, Lampfermann. Ich spreche das Lampfermann was raus. Weil das ist wichtig für die Leute, die Navi haben. Boah, ich würde Navi. Hast du das Navi mal besprochen? Ja, aber stell dir mal vor, du bringst das Navi in den Wahnsinn. Das ist doch großartig. Hallo, was weiß ich, machst das Navi an und sagst, bring mich, navigiere zur Lampfermann was raus. Ja. Bitte, ich habe dich nicht verstanden. Navigiere zum Lampfermann was raus. Ja, ich würde das so machen. So, die nächste Navi ist die Folge, Maus. Das war aber arabisch, glaube ich. Das stimmt aber nicht. An der nächsten Ampel haben sie erfolgt die Liebe. Ach, du willst das besprechen? Ach, das ist doch großartig. Boah, das wäre so geil. Falls sie die nächste nicht rechts, dann ist Assi. Fahr sie lieber nach Hause. Ja. Es könnte Ihnen ein Falschfahrer entgegenkommen. Überholen Sie ihn nicht. Vor allem, es könnte Ihnen ein Falschfahrer entgegenkommen. Ich bin nicht ganz sicher, aber fahren Sie lieber raus. Ja, fahr mal raus, mach Pause. Ja, machen Sie Pause, übernachten Sie da. So, wir haben leider schon überzogen, wo wir bei Paris sind. Entschuldigung. Ja, Ralf Schmitz war heute hier, es war ganz angenehm. Vielen Dank. Ja, wir haben lange auf dich gewartet. Bitte, was habt ihr? Wir hatten ja dich in der ersten Sendung schon angefragt. Ja, das stimmt. Not. Ja. Nein, aber schön, dass du... Ich freue mich bei dir jetzt. Bitte? In dieser Schillerstraße. Landfermann-Wasser. Boah, Landfermann-Straße, heißt die neue Sendung. Ich habe ihn abgelenkt, das hat geklappt, großartig. Ja, Landfermann. Ja. Ich habe mich total gefreut, dass du heute hier warst. Ich freue mich, ich auch, wirklich. Ja? Ja. In Duisburg bist du ja, man muss ganz ehrlich sagen, das ist der Stadt da am Rande der Grenze. Bitte? Mülheim. Ja. Danach kommt Helge Schneider. Ich weiß. Sonst wäre ich ja nicht gekommen. Also, ist ja Texas. Ja, ja. Texas.
Das war Ralf Spielzeit. Dankeschön. Riesen Applaus. Dankeschön.